Grüß euch, Leo. So, wir sind angekommen beim Zaunbauen. Ich hab schon gesehen, wie wir im Motor fertig zaunbaut haben. Jetzt widmen wir uns einmal den Rahmen und den restlichen Aufbau. Ich habe mich bemüht, es so schön es geht, zum Aufpolieren. Alle Teile, Rahmen, Klarteile, großteils original. Und ja, schaut zu, wie das langsam am Maxi wieder wird. Rahmen ist Originallack, so gut es geht, aufbereitet. Ja. Die Marken, was sind, die sind so, die bleiben. Okay. Die sind ein wenig mit Wachs versiegelt und aufpoliert. Das heißt, die sollten auch nicht so schnell wieder rosten. Das heißt, originale Patina. Originale Patina. Und was hast du mit dem Projekt vor? Erzähl das nochmal gleich. Aber du hast ja gesagt, du bist mit der Maxi eh nicht ganz zufrieden gewesen, oder? Das wird mein Grau Touring. Maxi. Maxi Grau Touring in Braun. Metallic. Die gehört für lange Ausfahrten. Wie Motor zum Beispiel. Urlaub fahren, Arbeit fahren, Motor fahren, Ausfahrten fahren. Mhm. Also fahren, fahren, fahren. Ja, das wird wirklich, das soll haltbar sein, gut gehen, mit genügend Leistung im Hintergrund. Mhm. Das heißt, du hast schon ein bisschen was vorbereitet. Dank ist versiegelt, sehe ich da. Genau, da ja. Bin ich schon lange am Werken auf dem Rahmen. Dank ist versiegelt. Alle anderen Klarteile habe ich schon hergekriegt, zusammengesucht, aufpoliert, aufbereitet, so dass wir jetzt da aufbauen können. Okay. Oh, cool, sind wir reingeholt. Da haben wir andersrum wollen wir sagen. Intel-Kit Bauer. Mhm. Original. Das ist ein sehr robustes. Auch als ein Black Edition mit Air Intake. Ja. Ja, sonst originales Getrieberal. Was ist das für das? Der von Bolini. Bolini Vergaser. Ja. Der soll unter die Verkleidung hinpassen. Ja. Dann haben wir noch die oberösterreichische Kupplung da. Ja, die haben wir gesehen im Video letztens, wie du das eingelegt hast. Kevlar. Ja. Originalständer für mich, ganz wichtig. Ja. Der passt nämlich auch. Ja. Ja, sonst MVT-Zündung, sieht man Kabel. Am Kabelwerk. Ja. Okay. Ja, gefühlt ist auch schon, der ist einsatzbereit. Ja, dann halt er mal nicht zu schräg. Er ist eh zugepickt, Ziggy. Eigentlich zugepickt. Okay. Dann warten wir aber noch, bis der Rest halbwegs so aufgebaut ist. Ja. Für die Hochzeit. Hochzeit. Scheidungspapiere und alles vorbereitet schon. Gibt's keine Scheidungspapiere mehr, die wird eingebaut und bleibt so. Die Reifen so gut wie drin, vorne ist er drauf. Hinten dreht das ja. Das heißt, das Gerät steht fast auf die Beine, es fällt nur mal eine Sache. Jetzt ist schon ein Motor nicht da. Nein. Die Dämpferichs. Hast du die Dämpferichs? Dämpferich. Der wilde Backeltrager, der Orge. Warum kommt da das Orge-Gerät an Backeltrager auf? Ja, damit wir was transportieren können. Okay, das heißt für die langen Ausfahrten. Der Gebet kann man damit. Der Touring Maxi-Träger, Backelträger, dass du Taschen und alles noch aufbringst, oder? Genau, da kommt auch riesig, gell? Jeder Taschen auf. Okay. Geil. Also riesig. So war ich ja auch. Ist sie schon vorhanden? Nein. Kommt noch. Ist schon im Einkaufswagen. Okay, sehr schön. Ein paar sind im Einkaufswagen. Na passt.
Sitzbank mit einem eigentlich dir vergleicht, oder was? Das ist dieser AM7. Factory! Wie schaut es aus, wie waren die Fortschritte die letzten Tage? Bremsen können wir schon. Nicht schlecht. Da ist, würde ich denken, ein Lenker war noch nicht drauf letztes Mal, gell? Lenker aufmontiert. Genau. Da ist ein wilder Dacher schon oben. Aber noch nicht angeschlossen, gell? Ja. Kommt. Da hängt der Kabelsalat raus. Wie viele Stunden hat die das schon? Ein Tag. Was verwendest du da alles, beziehungsweise was kann die alles? Erzähl mal, was für eine Zündung ist das eigentlich? MVD-Zündung. Da kommt noch der Spannungsbegrenzer rauf. Ja. Möchte ich auch noch, oder ich weiß nicht, vielleicht bestimmt mir einen Leichen, was ich gerade weggeschnitten habe. Hab gar keine Ahnung. Neue Klinge, oder was? Neue Klinge. Komplett. Komplett zerlegt. Alles putzt, hat mir auch eine Stunde gekostet, sicher. Wirklich? Okay. War das schon so hartig benannt? Ja, schon wieder halbwegs hübsch geworden. Ja, leicht, leicht angerostet, das ist perfekt für das Gerät. Er liegt schon da. Da liegt er. Schau dir an, ist er nicht lieb, wie er da liegt. Tag X, endlich komme ich jetzt mal zu ihm da oben. Schauen wir mal, ob wir die Schrauben drin lassen, oder? Jawohl, genau. Ich erkläre einmal das neue Vorgängervideo: Motor Ital Kit, Polini 19, MVD-Zündung, genau. Aramidkupplung, Tag Factory Anreißer. Nochmal zur Wiederholung, dass das ja alle merken. Giovadone, ja. 19er Polini. Kevlar Aramidkupplung, Black Edition Anreißer, MVD-Zündung. Das Siegel dahinter noch mal oben. Auf das warte ich schon so lange. Die Entlüftung. So, wird sie zum Ständer gestellt. Steht auf eigenen Füßen, Maxi. 18 Jahre steht auf eigenen Füßen, so schaut's aus. Ja, das geht sich dann gerade so schön aus. Das mit einem Winkelquant unter die Verkleidung passt. Du hast eine Aufnahme aufgemacht. Aus diesem Grund haben wir da, das hat man auch, glaube ich, an drei Vierteln Tag gekostet. Ja. Das da zum Designen. Und da kommt der Zündspann so rauf. Und alles unter der Abdeckung? Alles unter der Abdeckung. Was sind deine Schätzungen eigentlich, kilometerweise? Wie weit wirst du kommen mit dem Ital Kit mit 19er Vergaser? Das ist die 90. Frage, gell? 90 Kilometer. Glaubst du? Mhm. Werden wir sehen. Wir werden das austesten, oder? Brauche nicht immer Vollgas fahren. Was haben wir da auspufftechnisch, Dax? Das haben wir noch gar nicht erörtert. Homo, Homut. Homut?
P. 8. Stimmt das? Zeig dir nochmal in die Kamera. Ich weiß es nämlich nicht. Oh, also P8, ja. Nur P8 in Schwarz, ja. Sehr geil, sehr geil. Mega geil, dort der Jason King sind. Comeback des Jahres! Was sagst du denn, Moped? Siehst du, oder was? Ja. Das ist wieder ein arges Gefährt. Alexa. Analysier das einmal, geht schon, kommt Kaffeeüberprüfung. Oder MDC. Alexa. Durchgefallen. Ich meine, mit sowas kommt, kann er gleich wieder fahren. Ja. Grobe Kopf, geht nicht einlenken, der Lenkanschlag, weil sie da Kaffee spießt da oben. Okay. Ich glaube, das ist nicht EU-konform. Ja, da sind CE-Zeichen drauf. Hin. Die Gepäckstaschen sind nicht E-Prüf zertifiziert. Alles überall drauf. Hat Schirn halt wieder die Lisa auf. Okay. Mit einer 50er Hülse drinnen. Ja. Was gut, oder? Was? Gelatini. So, kam es bei der letzten Überprüfung, wo er war, es darf nicht zu langsam gehen. Wirklich? Die Drehlinge sind nicht EU-konform, die kein Ober. Das möchte ich nicht beanstanden, dann ist das ein Glasperl gestreuter Motor, gell? Darf das auch nicht sein? Nein. Nur beim Abi, oder was? Beim Abi gingen die durch. Meistens, wenn du da unten drüber fährst, siehst du, der Motor sippt leicht. Willst du das wieder in die Fuge von der Fliese? Möchte die deutschen Kollegen vom ADAC grüßen, damit ihr das beanstandet. Jawohl! Ja, die haben mich ausgehört. Grüß Gott. Grüße. Startet das Projekt heute? Ja, schauen wir mal. Wenn sie es willst, dass wir es versauen, weil ich überall einen Sprit drin habe. Und dann schaust du, bis du schaust. Habt ihr es schön inspiziert? Mhm. Ich hab schon angeschaut. Wie viel, du kleiner Wichser? Du kleiner Wichser, hör einmal den Pappen. Was sagst du denn so, Buffalo? Ich hab eh schon gesagt heute, es ist scheißegal, was glaubst, was es nicht alles schon gibt auf einer Maxi, der Tag fängt immer noch irgendwas Spezielles aus. Schön, gell? Das ist da abblendend Licht. Und der haut nichts weg, das ist das Nächste. Der nimmt sogar die alten Vergaser, nimmt da die Federn raus. Gib die alten Vergaserfedern hinten da bremsen rein, dass du die Bremsenstärker bremst. Auf sowas musst du mal kommen. Ja. Nein, nicht der stärker bremst. Das ist wieder ja, das ist ein Wahnsinn. Also haut nie die alten Vergaser weg. Schiebt es alle in den Achs. Er baut die Federn überall. Ich brauche die Federn. So, wir sind die Welten. Wir sind die Welten. Wie oft werden wir anreißen müssen, dass es ausspringen? 10-mal sicher. 7,5 Mal. Einmal hat er sich voll die Knebel aus, das zählt noch halbes. Und dann zahlt er noch 6 Mal. 6 oder 7 Mal. Ich sag 7,5. Wie oft die Zündkerzen aus, dass was abgesoffen ist? Ja, das passt. Das passt. So, sind wir startklar. Wir sind startklar. Sprit habe ich gerade eingeschüttelt. Alexa. Alexa, stopp. Alexa, stopp. Wir starten. Dann kennen sie sich aus. So, da ist dein Weltfeld. Na, wie oft glaubst du, dass du anreißen musst, bis es anspringt? 5 Mal. Jetzt schon los. Jolly Joker, top. Die fette Griff. 1 Mal. 2 Mal. Oh! 3 Mal. Joker. 4 Mal. 5 Mal. Oh! 6 Mal, 7 Mal, 8 Mal. Büffel. Alles gut. Wie oft hat der Büffel gesagt? 10 Mal. Oh, Büffel, das war's. Ich glaube, der Kolbenring ist gebrochen.
Manda Quant! Das hört sich aber gut an, Alex. Was sagst du? Zufrieden mit den ersten Eindrücken? Ja, schaut gut aus. Schaut gut aus? Angesprungen auch halbwegs, ohne dass man da irgendwas hin und her. Mhm. Na gut. Schauen wir raus. Dann zeigen wir es noch. Achso, wie viel wir schauen schon aus sogar. Sicher. Ist es ja gar nicht bei dir. All in, sagt er. All in, sagt er, der Dax. Im nächsten Video gibt es ein reines Vorvideo. Heute haben wir es zusammengebaut, Probestart, alles drum und dran. Nächstes Mal geht es richtig los. Genau. Aber das war's für das Video mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bitte. Tschüss, Baba.